In diesem Video wird es unser Ziel sein, in Atlantis Aquaria alle Sterne zu bekommen. Doch werden wir es schaffen oder drohen uns weitere Gefahren, die uns dazu aufhalten werden? Wie hoch, Mann? Ja, wir wollen 300 Kilometer nach oben bauen. Nintendo-Style, gammal geil. Oh, Alter, gar nicht ätzend oder so. Digga, da oben kannst du festhalten. Wie oft denn noch? Digga, noch näher komm ich da nicht ran. Und ohne große Umschweife geht es direkt rein in die nächste Stage, Atlantis Aquaria. Folge den blauen Pfeilen ist die Mission. Und diese Stage erinnert mich an eine Horror-Stage. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe, als ich das erste Mal diese Stage gespielt habe, Horrorerlebnisse gehabt bezüglich der roten Münzen. Ich weiß nicht, wie genau das noch zusammenhängt, ob das wirklich so schlimm war. Aber ich habe hier auf jeden Fall keine guten Vorstellungen. Und ich soll blaue Pfeile folgen. Blau? Ich sehe gelbe. Haha, ja, witzig. Nee, aber blau habe ich keine Ahnung. Blaue Pfeile sehe ich hier tatsächlich nicht. Ich sehe hier noch so einen komischen Dude, der auf jeden Fall kämpfen will. Und ansonsten ist hier eigentlich großartig nichts, außer nur eine Kiste. Wie wäre es, wenn der mich mal hier hochschubst? Ja, war gut. Du musst nur besser mich hochschieben. Ja, okay, ich soll es vielleicht nicht auf die Spitze treiben, ne? Verstehe ich schon. Kamera, bitte. Danke. Ich kann halt auch nicht mich frei bewegen und schauen, ne? Oh, Leute, da ist das Ding. Weil ich gesucht habe, wo hier noch so ein Teil mir aufmachen könnte. Mit Wasserhöhe höher fließt. Aber das gibt's tatsächlich nur, wenn ich hier hochkomme. Ah, perfekt. Hm, steh dem mal bitte nicht im Weg, Mario. Sehr gut. So, hier nämlich können wir jetzt das Ding hoffentlich auch aktivieren. Dann haben wir das Wasserlimit auf jeden Fall fast aufs Maximum. Ich muss ehrlich gestehen, ich mag auch diese Stage, weil die halt so gut mit dem Wasser hier interagiert und arbeitet. Ich mag allgemein solche Stages, die viel mit sowas arbeiten. Aber was ich nicht leiden kann, ist die Tatsache, dass die Kamera mir nicht dabei hilft zu spielen. Alter, ist das ein Plunder. Oh nein! Junge, wie soll man so schnell reagieren? Diggi! Irgendwie verstehe ich diese Aufgabe nicht mit blauen Pfeile. Also sorry, aber macht gar keinen Sinn bei mir. Was mir gerade auffällt, kann man hier nicht in Sternen sogar schießen irgendwie? Das hier nicht ein Stern? Also blöd ich jetzt frage, ne? Aber ich glaube schon. Es müsste halt nur klappen, dass Mario direkt unter dem. Haha! Wie geil! Okay, man kann hier tatsächlich Sterne sich einfacher machen. Das war vielleicht nicht den wir gesucht haben, aber ist ja erstmal im Grunde egal. Wir haben wenigstens ihn. Doch, das war richtig. Folge den blauen Pfeilen. Wo fand da der blaue Pfeil? What? Suche nach der versunkenen Stadt. Ja, das ist kein Problem. Eine versunkene Stadt, weiß ich tatsächlich, wo die ist. Das Ding ist, man müsste gucken in der Sunken City, dass man das Wasser bis Max Anschlag bekommt.
Und Max Anschlag ist tatsächlich nicht gerade einfach, weil ich nicht mal weiß, wo der Maximum steht. So, und zwar müssen wir dafür hier wieder einmal das Ding einmal aktivieren. Oh, das könnte aber auch schon reichen. Ich bin mir jetzt ja nicht sicher, aber das könnte auch schon reichen. Oder ich muss halt noch eins aktivieren. Dann ist aber die Frage, wo das eine ist. Oh, Mario. Dankeschön. Oh. Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich sehe es auch nicht. Da oben ist eine Bombe. Das ist schon mal ganz gut. Vielleicht aktivieren wir jetzt erstmal die Bombe, weil die brauchen wir so oder so für die Stage. Das wäre schon mal gar nicht mal so schlecht, die direkt zu haben, ne? Sagt er und springt daneben. Ach, bitte dreh dich doch, wenn ich nach hinten drücke. Ach, by the way, ich habe die blaue Pfeile, die blauen Pfeile gefunden. Da unten ist der blaue Knopfschalter. Ja, also man kann sagen, was man möchte, ne? Aber dass der sich fünfmal dreht, bevor er irgendwie den richtigen Move macht, ist schon anstrengend. Oh, Diggi, wie wäre es mit weniger Pimmeln und mehr Arbeiten? Okay, da oben komme ich nicht hin. Sorry, aber ich glaube, dafür bin ich einfach das Spiel nicht mächtig genug. Muss man einfach zugeben, dass man halt einfach für das Spiel zu schlecht ist. Ich wollte... Ach, leck mich doch am Arsch, wirklich. So, ich suche doch bloß einen blöden Schalter, wo man Wasser aktivieren kann. Ist das so schwer, Spiel? Oh, Alter, Wassersteuerung! Oh, Premium! Wie sehr möchte ich salzig werden? Ich ja. Was machst du denn, Digga? Du sollst da vorne springen! Nicht Millimeter, sondern Zentimeter! Oh, wärst du in Mathematik drin gewesen, Mario, ne? Du wärst, aus dir wäre auch nur ein Klempner geworden. Wahrscheinlich haben sogar Klempner nur mehr Grips als Mario beim Zentimeter und Millimeter ausrechnen. Und zwar um zehnfache mehr. Boah, Alter. Warte mal kurz. Bevor mir die Bombe in den Nacken jagt, jag ich sie erstmal in den Jacken. Stirb. Okay, Ehre. Genommen, made by Cristario. So, jetzt einmal drehen. Drehen! Oh, sexy. Nee, aber jetzt mal seriously. Wie oder wo? Digga. Dieser letzte Drehknopfteil. Wo muss ich raufspringen, damit das Wasser noch höher steigt? Who the hell is that? Ist das vielleicht doch da, wo ich eben war? Oh nein, 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 Digi, nein. Oh. Ich hasse das. Mann, man hat aber auch Scheiße mit dieser Kamera, wirklich. Die zum Krepeln ist die. Macht doch mal vernünftige Kameraeinstellungen. Digga, das kannst du niemandem erzählen. Du hast nicht mal Zeit, 5 Sekunden, um dir umzugucken, weil Fettsack Elektrokugel dir mit seinem fetten Arsch in den Nacken hängt. Ich such gleich Alene. Digga! Mach mir die fertig. Bis gleich, Leute. Oh mein Gott, ich hab sie schafft. Ich hab sie schafft und hier ist ein Stern? Hä? Okay, ich wollte eigentlich nur hier oben hin, um zu schauen, ob da irgendwo Wasser ist zum Höher machen. Suche nach der Spitze der Stadt. Hä?
Das war die Mission dafür? Also, irgendwie verstehe ich das nicht. Oh, sorry, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Erforschte die Höhen und Tiefen. Ja, das hilft mir auch an der Stelle richtig gut. Ich bin absolut verwirrt. Ja, was soll ich euch? Ich würde jetzt sagen, ich erforsche jetzt mal die Tiefe. Und ich glaube, mit Höhe meint er tatsächlich, dass wir, wenn wir die Kiste da unten kaputt gemacht haben. Ah, warte mal. Oh, können wir nicht eigentlich den hier machen? Jo, können wir. Wenn ich Skill hab, natürlich. Ach, Mario. Also die Sprungphysik ist scheiße. Ich meine die Sprungphysik, die Wandsprungphysik. Hm. Ich musste das anders versuchen. Ich bin leider zu schlecht dafür. Das tut mir echt traurig. Ich hätte sonst gerne gezeigt, wie man da hochspringen kann. Aber erstmal habe ich es nicht gecheckt, warum der Dinge macht, die eigentlich nicht hätte er machen sollen. Ja. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. Wir brauchen eigentlich auch nur Wasser nach oben, Mann. Das wäre jetzt ohne das Problem. Das Ding ist halt nur... Ja, dass Mario sich anstellt, wollte ich sagen. Jetzt am Ende hat er es doch hingekriegt. Das ist schwer. Kamera? What the fuck? Ich wollte nicht so weit hoch. So, und dann machen wir das Wasser hoch. Und dann sollten wir doch die Mission schaffen, oder? Wer weiß, vielleicht habe ich jetzt auch komplett was Falsches im Kopf. Okay, aber erstmal muss ich erstmal wieder checken, wie Mario seine Physik ist. Ah, perfekt. Na, meine, komm ein bisschen rein. So, jetzt hoffe ich mal, dass das ausreicht. Jetzt schwimmen bis nach oben. Weil anders wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich zum Stern komme. Oh no. Ich hätte das anders machen müssen, oder? Mhm. Ja, da oben gibt es einen Knopf, Freunde. Oh, Scheimkleister. Ich hätte den Knopf einfach nur betätigen müssen, mehr nicht. Ja, jetzt müssen wir das Wasser ein bisschen niedriger kriegen am besten. Nur ein bisschen, weil ich keinen Bock habe, wieder von unten bis nach oben zu schwimmen. Dementsprechend nehmen wir mal den kleinen hier. So, und dann können wir den Knopf drücken. Und dann sollte das aber auch passen. Also wenn das denn nicht passt, dann weiß ich ohne. Na? What the fuck? Achso, lol, stimmt. Es gibt in dem Spiel andere Kamerawinkel, dass man auch auf Mario stellen kann. Jetzt verstehe ich. Was? Okay, ich verstehe noch nicht, warum kann man jetzt den Schalter drücken. Oder ist es für die Paletten hier? Ich glaube, das ist genau dafür. Okay, ich verstehe das, nee. Real Talk. Ich weiß nicht, was das Spiel will. Nein, du willst, dass ich das ganze Wasser unten habe und dann kann ich nach oben. Oh, nö. Ja, wir sehen uns gleich wieder.
So, jetzt probieren wir es einfach nochmal aus, Chat. Leute. Und dann machen wir das zack, zack. Nein! Oh! Mario! So, Leute, da ich das Spiel liebe, werden wir den einfach so jetzt machen und zack. Digga! Ich verstehe nicht, warum du nicht Wandsprung machst, wenn ich den blöden scheiß Wandsprungknopf drücke, Digga! Ja, da endlich! Hat jetzt 100 Stunden gedauert, bis er endlich akzeptiert hat, dass ich an der Wand springen will. Ey, was war das denn für eine Mission? Ich hoffe, das ist das Richtige. Alter. Da wird man wirklich alt bei Mario. Also jetzt ohne Scheiß. So. Ach nee, warte mal. Das war jetzt eine andere Mission, ne? Habe ich eben die richtige gesehen? Hä? Okay, ich weiß, warum ich mir die Stage gemerkt habe. Ich fand die damals wahrscheinlich schlimm. Nicht wegen, den Red Coins, sondern weil die allgemein schrecklich ist. Die Beschreibungen passen nicht dazu, was ich im Kopf habe. Was heißt denn, erforschen die Höhen und Tiefen? Warum sind hier vor allem so viele Kisten? Was ist, wenn ich den hier schiebe? Oh. Und lass mich raten, überall gibt's so was. Also heißt auch, diese random Kiste kann sowas haben. Obwohl, die random Kiste wird es wahrscheinlich nicht haben. Wir müssen sowieso alles ausprobieren, was soll's. Ja, zwei, tatsächlich, ist ja witzig. Das heißt, dann wird die Kiste hier noch was verbergen. Drei. Dann müssen wir nur noch gucken, wo wir vier finden und wie viel es auch immer gibt. Vielleicht gibt es ja nur fünf nur. Dann werdet wenigstens immerhin noch ganz akzeptable. Akzeptable vor allem. Nein, bitte nicht. Danke. Ich hasse diese Roboter-Dinger, ne? So, ist das hier Orens? Ist tatsächlich vier. Ah, guck mal, da ist noch eins, was wir schieben können. Okay, das ist aber nur Geld. Oder ja, egal. Mario macht sowieso nur das, was er Bock drauf hat. So, und dann haben wir nur noch oben eine Kiste. Das ist die letzte, die mir einfallen würde. Danach weiß ich nicht, was noch fehlt. Ah ja, tatsächlich. Okay. Springen wir gleich mal hier rüber. Oh, schade. Das wäre geil gewesen. Das wäre wirklich sexy gewesen. Aber Mario dachte sich so, sexy gibt's nicht. Für ihn gibt's nur das Land der Terrorschmerzen. So, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, das Water anzuschalten. Oh, jetzt braucht wieder das Ding eine halbe Stunde. Ich muss aufdrehen, Mama. Ja, dann dreh mal schneller, Junge. Sonst kommt gleich Papa um die Ecke und zimmert dir einen ins Arsch. So, du brauchst ja nicht spucken, mein Freund. So. Sehr gut. Da holen wir uns das Wasser wieder hoch. Dann können wir uns den Stern genüsslich ohne Probleme abholen. Damit hätten wir den auch geschafft. Ein Glück. Warte, warte, ich jetzt neben auf den Schirm hab. Vom Sinn her, ja, es macht irgendwo Sinn. Aber irgendwie hat es bei mir nicht im ersten Moment Klick gemacht, muss man ehrlich gestehen. So, und jetzt haben wir nur noch die roten Münzen. Oder fast nur noch die roten Münzen. Das heißt, ich werde das gleich verbinden mit den gelben Coins. Ein Glück bist du gesprungen, Schmadio. So, und das heißt, jede einzelne Münze muss geholt werden.
Machen wir erstmal das Wasser hoch. Ich glaube, ich gehe von oben nach unten. Ich glaube, das ist die beste Wahl. Weil, wenn wir, sobald wir oben sind, ist es halt einfacher, von oben die ganzen Sachen zu holen. Unten. Man kommt immer nach unten, aber nach oben ist schwierig. Müsst ihr euch im Lemo merken, ne? Ihr kommt immer nach unten, egal wie, aber nach oben wird schwer. Ich muss sogar diese Secret mitnehmen, weil sonst reicht das Geld. Nee. Boah, ja, das waren 10 Münzen. Die waren wichtig. Die waren wirklich, also eins der wichtigsten 10 Münzen meines ganzen Lebens. Ja, nochmal ein paar Coins. Das sind zwar nur 3, aber besser als gar nichts. Können wir gleich hier auch noch das nächste mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Oh ja. Eieiei, Junge, Junge, Junge. Schon 50 in the Tash, my friend. So, jetzt kommst du, mein kleiner Klabaudermann. Hier muss ich in den Arsch fassen. Vor allem in den Arsch fassen. Ist doch gut. Sag mal, Mario, bist du kein Hinternfestfasser oder was? Mario steht halt nicht auf Hintern, ne? Ja, tut mir leid, Freunde, ne? Alle, die dachten, Mario steht auf Hintern. Ne. Anscheinend steht er auf alles, aber nicht auf Arsch. Das ist ein Bug, oder? Oh Gott, Diggi. Danke. Nimmst du ihn? Danke, dass du ihn genommen hast. Weil das sind auch nochmal saftige 10 Münzen fast. Gibt es hier noch oben was? Ich sehe es halt und weiß es halt nicht mehr, weil ich halt ein bisschen... Ich bin ein verwirrter alter Mann, ja? Also fragt mich bitte nicht nach Sonnenschein. Weil ich glaube nicht, dass es hier noch was gab. Da gab's die Box. Nee, 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 nee. Wir sind hier oben durch. So, dann holen wir uns lieber die dicken Münzen. Und zwar das, was wichtig ist. Von unten. Und dann sollten wir alles haben. Zumindest für die 100 Münzen. Die roten Münzen haben wir noch nicht. Aber ich denke mal, die lassen sich auch gut finden. Hoffe ich einfach mal. Irgendwo werden die ja sein. Die werden ja nicht verschwinden. So, 50. Achtzig ist gut. Oh ja. 85, das ist schon mal reichlich. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das am besten dort mache. 95. Ja, okay, wir hätten es jetzt zusammen. Würden wir halt die Red Coins alle haben. Aber die Red Coins sind sauschwer versteckt, Alter. Ich muss ehrlich hier stehen. Ich habe nicht eine einzige gefunden. Oder übersehe ich irgendwas Offensichtliches? Weil irgendwo müssen ja Red Coins sein. Was? Achso, das sind die 100 Münzen. Okay, ich war schon verwirrt. Gut, 100 Münzstern haben wir. Jetzt fehlen nur noch die Red Coins, Leute. Jetzt fehlen wirklich nur noch die Red Coins. Und bei den Red Coins bin ich am ehrlichsten zu euch, ne? Ich struggle da ein bisschen. Ich weiß tatsächlich nicht, wo die sein sollen. Ah, lol, 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 lol. Ich bin hier oben bei den Bomben jetzt hingekommen. Hä? Okay. Hallo, ich mach die Kanone abschussbereit. Und wo? Oh. Aber das hilft mir doch donnerhaft nicht bei den roten Münzen. Oder ist das vielleicht eine andere Mission? Bist du bereit, in die Kanone reinzusteigen? Ja, aber bringt mir das was für die roten Münzen? Ich hab nämlich sonst gar keine Ahnung. Vielleicht ist er ein Luftwirt. Ich hab grad einen Nullplan, ne? Das Einzige, was ich mir halt
vorstellen kann, dass die eine Luft sind. Eine Luft ist gar nichts. Oder ist die Sonne? Schöne Sonne. Oh, warte mal. Von hier aus könnten wir dort hinten ins Käfig, oder? Gut, da ich sonst hier keine Red Coins finde, let's go rein da. Reicht das? Es hat gereicht. Man frage nicht wie, aber es hat gereicht. So, aber dann müssen auch hier die Red Coins sein. Wenn jetzt hier keine Red Coins sind, dann mache ich einfach den Stern, der hier ist. Weil ich habe selber keine Ahnung. Und bevor ich das nie finde, wäre schon ganz gut, wenn wir irgendwo was hätten, ne? Oh, wie lang ist der Weg? Macht mir ein bisschen Angst hier. Oh, hier sind tatsächlich die Red Coins. Okay, und jetzt kann ich rein theoretisch mit der Metal Cap hier durch die Welt laufen. Ah, okay, man hätte hier auch noch viel Geld holen können. Aber erstmal muss ich suchen, wo hier eventuell... Oh Gott, Kamera. Ich kann schon wieder mich nicht bewegen, ne? Ich sehe halt nichts. Ah, jetzt. Ich brauche halt einen Punkt, wo ich alles Wasser wegmachen kann. Hier hinten. Sehr gut. Einmal drücken. Weil dadurch können wir jetzt rein theoretisch und rein praktisch alles, was oben ist, wegboxen. Was ist das Ding hier? Keine Ahnung. So, und alles ist natürlich in Boxen versteckt, was natürlich die Folge hatte, dass man überall nochmal lang muss, wenn Wasser weg ist. Ist ja verständlich, ne? Muss man ja dazu sagen. Wäre sonst noch zu einfach, hätte man die Macht, alle roten Münzen direkt zu holen. Jetzt muss ich mal gucken, wie komme ich am besten jetzt zu den anderen Häusern. Okay. So, genau. Nope, das hat nicht funktioniert. Aber irgendwie muss man ja da hochkommen. Ist es denn durch Wandsprünge möglich? Rein in der Theorie. Es ist halt nur das Ding, dass Mario und Icke und Wandsprünge sind nicht die besten Freunde. So, aber damit haben wir Nummer 4. Nummer 5. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nummer 6 sogar. Warte mal, wo sind denn die letzten Bienen? Okay. Oh nein! Oh. Okay, da oben ist noch einer. Wie ich da hochkomme, auch gar kein Plan. Komm mal. Das ist auch nur ein Pilz, ein Wanderpilz. Den brauch ich ja nicht. Aha. 7. So, ein Eins, der fehlt mir jetzt noch. Der könnte da oben sein. What? Oh, Schmantio. Stell dich bitte nicht an wie so ein abgelaufener Power-Joghurt. Ich sehe hier absolut manchmal nothing, ne? Okay, ich habe keine Ahnung. Wie hoch, Mann? Ja, wir wollen 300 Kilometer nach oben bauen. Nintendo-Style, kammergeil! Oh, Alter, gar nicht ätzend oder so. Wie wär's mit Festhalten? Du hast krabbelige, fette Pfoten wie so ein Orang-Utan, Alter. Da kann man sich mit festhalten.
Das ist selbst mehr Arme und Beine als Icke, also wirklich. Das ist wie beim bei Mario, Alter. Der kann ohne nichts anderen, weil der jedem mal Schaden nimmt, wenn er sein Kuck irgendwo rinsteckt. Digga, da oben kannst du festhalten! Wie oft denn noch? Digga, noch näher komm ich da nicht ran. Oh mein Gott, er hat's geschafft, Alter. Oh, Freunde, ihr glaubt ja nicht, wie lange ich jetzt für die Kacke hier gesessen habe. Der 10 Minuten oder 20 Minuten nur gebraucht, um sich festzuhalten an einer Wand. An einer fucking Wand. Oh, ich sammle jetzt nur die letzten 10 Münzen und dann ist es mir völlig wurscht, was hier passiert. Also wirklich, von oben bis unten bin ich so tiltet, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe noch nie so einen Betrug gesehen in einem Spiel. Ich habe selten Betrug, aber das ist mehr als nur Betrug. Obwohl es eigentlich voll gelogen. Gefühlt, jedes Spiel hat irgendwo seine Betrugsmasche. Aber in dem Spiel ist es einfach, also... Da hat selbst meine Nerven gerissen. Ich weiß auf jeden Fall, warum ich gesagt hat, gleich zu Anfang. Leute, ich glaube, hier sind die schlimmsten Red Coins ever. Es hat sich wieder einmal bestätigt, es sind die schlimmsten Red Coins ever. Ja, und damit bin ich auch recht zufrieden, dass ich das jetzt erledigt habe. Ich möchte doch nichts mehr mit dieser Stage zu tun haben. Ich habe keine Schnitte mehr auf diese Stage. Wirklich gar keine mehr. Und ich glaube, es gibt hier noch 2 Sterne zu holen. Also nachdem nur noch 1 Stern. Alter. Ja. Was soll ich sagen, ne? Anstrengender Kurs. Anstrengender Kurs. Man kann es nicht anders leugnen. Würde ich nochmal beachten, das Zeitlimit machen. Ich glaube, ich weiß auch, wo das ist. Auch bei der anderen Stage. Da müssen wir nochmal hin. Das heißt, wir sehen uns direkt gleich in Schloss wieder. So, Freunde. Und zwar muss es irgendwas hiermit zu tun haben. Mit diesem blauen Schalter. Ich weiß nur nicht, was genau. Irgendwas. Ach ja, und hier ist ja auch noch ein Schalter. Hier ist einer. Womit wir irgendwas aktivieren. Dann nehme ich mal die Cap mit. Okay, aber mit der Cap hat mir das jetzt auch nicht geholfen. Was macht der Schalter? Oh lol. Nein, nein, Digga, Mann, ich kann mich doch auch nicht so schnell bewegen. Okay, lost. Also vom Spiel tatsächlich. Verstehe aber, was ich machen muss. Und ich hoffe ja, dass die Kappe bis dahin reicht. Ja, ja. Oh, Digga. Ich verstehe das nicht. Mario macht nicht, was ich drücke. Digga, der dreht sich wie so ein Kreisel. Aber anstatt Rückwärtsseite zu machen... Oh, turn around. Baby, turn around. What the hell, Mario? Wirklich. Also manchmal weiß ich nicht, warum ich überhaupt deine Steuerung in mir trage. Oh, Ehre, endlich. Vor allem ist es nicht mal schwer, weißt du, aber Mario dreht halt wie so ein Kreisel sich und das macht keinen Sinn. Du drückst rückwärts Salto, er macht Kreisel, nicht mal Salto dabei. Also Mario, du machst mich fertig, wirklich. Aber Freunde, wir haben es trotzdem geschafft. Nach 4,5 Tagen gefühlt haben wir die 100% in dieser Stage. Beim nächsten Mal geht es mit der nächsten weiter und ich hoffe, das wird weniger Terror und Horror. Aber das war auf jeden Fall schon die Krönung auf Doom. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.